Hallo, hier ist Edda, eure Personal Trainerin, und heute geht es um das Knie. Wir brauchen keine speziellen Vorkehrungen. Jeder x-beliebige Stuhl, Sessel, Sitzgelegenheit ist geeignet und wir brauchen keine Hilfsmittel. Und los geht's. Wir setzen uns auf unseren Stuhl, Sessel, Hocker, wie auch immer. Und stabilisieren als erstes den Körper, die Mitte des Körpers, indem wir mit der Ausatmung den Brustkorb flach ziehen, den Bauchnabel Richtung Wirbelsäule ziehen und den Beckenboden nach oben innen ziehen und immer mit der Ausatmung den unteren Rücken nach hinten schieben. Also mit dem unteren Rücken gegen die Rückenlehne oder als wenn wir mit dem unteren Rücken einen Buckel machen wollen. Der Oberkörper bleibt dabei aufrecht. Wenn wir Kniebeschwerden haben, dann ist nicht das Knie schuld, sondern am Knie von hinten, oben, unten sitzt die Beinmuskulatur an. Die Beinmuskulatur ist im muskulären Ungleichgewicht und dieses Ungleichgewicht beginnt auch schon im unteren Rücken- und Gesäßbereich. Das heißt, auf der Körperrückseite haben wir Verkürzungen und mit der Ausatmung ziehen wir uns nochmal mit dem unteren Rücken fest gegen den Boden und dann mit der Ausatmung im Wechsel rechts und links das Knie kräftig strecken. Den Fuß lassen wir in der ersten Runde ganz locker. Wir konzentrieren uns immer darauf, dass wir Bauch- und Beckenboden einziehen, Brustkorb flach und den unteren Rücken fest gegen die Rückenlehne schieben oder mit dem unteren Rücken einen Buckel machen. Zusätzlich ziehen wir jetzt die Zehenspitzen heran. Mit jeder Ausatmung Kniekehle strecken, Zehenspitzen heranziehen. Kräftig mit der Ausatmung die Bewegung verstärken und länger halten. Immer im Wechsel. Rechtes und linkes Bein. Rücken, Nacken lang. Schultergürtel ist ganz entspannt, der Nacken mischt sich nicht ein, der Nacken ist für Kampf oder Flucht. Immer auch darauf achten, dass der untere Rücken gegen die Rückenlehne zieht. Und dann lassen wir das rechte Bein mit kleinen Bewegungen immer im Knie strecken und die Zehenspitzen heranziehen. Kleine, kleine Bewegungen. Auf der Beinrückseite in der Kniekehle können wir die Dehnung spüren und in der Beinvorderseite die Kraft, ziehen die Zehenspitzen kräftig heran, haben die Muskulatur auf der Fußoberseite, im Schienbein, Oberschenkel und wieder auf den unteren Rücken achten, der schiebt gegen die Rückenlehne, Bauch und Beckenboden sind nach oben innen gezogen, dann wechseln wir und nehmen das linke Bein nach oben. Immer mit der Ausatmung wieder die Position verstärken, also das Knie strecken und die Zehenspitzen heranziehen, Schultergürtel, Brustkorb, Nacken, alles bleibt ganz entspannt. Die Spannung geht nur bis zum oberen Bauch. Da ziehen wir immer mit der Ausatmung den Brustkorb flach. Und einmal locker lassen, kurz ein bisschen ausschütteln. Schütteln, schütteln, schütteln mit den Füßen, tappeln. Dann ziehen wir, jetzt muss ich den Stuhl mal feststellen hier. Ja, also wenn ihr hier auch so einen Stuhl habt, einen Bürostuhl, so, da brauchen wir eine feste Position. Jetzt wollen wir mit der Ausatmung beide Beine nach oben ziehen. Der untere Rücken schiebt gegen die Rückenlehne, der Brustkorb bleibt flach und locker. Hier brauchen wir mehr Bauchspannung, damit der untere Rücken unterstützt ist. Immer kräftig mit der Ausatmung die Kniekehlen strecken, die Zehenspitzen heranziehen. Kinn zur Brust, Nacken lang, Schultern ziehen nach hinten unten. Schulterblätter ziehen nach hinten unten in die Mitte des Rückens. Und wir halten wieder die Position. Kniekehlen gestreckt, Zehenspitzen herangezogen, Bauchbeckenboden eingezogen, Brustkorb flach, Rücken fest gegen die Rückenlehne. Schultern und Nacken sind locker. Dann pressen wir die Beine fest gegeneinander. Immer mit der Ausatmung. Kniekehlen gestreckt, Zehenspitzen herangezogen,
Beine fest gegeneinander pressen. Nochmal halten die Position. Fest sind die Beine gegeneinander gepresst, die Knie eingestreckt, die Zehenspitzen herangezogen. Bauch, Beckenboden eingezogen, der untere Rücken herausgeschoben gegen die Rückenlehne. Achtet ganz besonders darauf, dass ihr hier nicht im Hohlkreuz seid, weil sonst sich der Hüftbeuger verkürzt. Dann beginnt das Stechen in der Leiste, im Gesäß oder am unteren Rücken, die Beschwerden. Und locker die Füße ausschütteln. Nach innen und außen drehen wir die Knie, lassen dabei Füße und Waden ganz locker. Und nehmen noch einmal mit der Ausatmung die Beine nach oben. Strecken, Zehenspitzen heranziehen, die Füße gehen weit nach innen und weit nach außen. Wenn das mit beiden Beinen für euch am Anfang zu schwierig ist, dann macht ihr diese Bewegung erst mit dem rechten und dann mit dem linken Bein. Und mit jeder Innen- und Außenbewegung ziehen wir wieder den Brustkorb flach, Bauch- und Beckenboden ein, den unteren Rücken gegen die Rückenlehne und lassen die Schultern nach hinten unten gezogen, das Kinn zur Brust, den Nacken lang. Also Blick im eigenen Ausschnitt. Und locker lassen. Locker ausschütteln und die Knie nochmal ganz entspannt öffnen und schließen. Wir lassen die Füße mit etwas Abstand. Die Knie leicht geöffnet und locker, strecken uns mit der Ausatmung aus dem Becken heraus nach vorn, Rücken, Nacken lang, also mit der Ausatmung streckt das Becken nach oben, der untere Rücken kommt ins Hohlkreuz in die Streckung und mit ganz gestrecktem Oberkörper ziehen wir nochmal den Nacken lang im Wechsel, rechts und links das Ohr zur Schulter, dass wir seitlich im Nacken die Dehnung, die Streckung spüren und Kinn zur Brust, Nacken lang kommen wir weiter nach vorn mit gestrecktem Oberkörper und wenn es hier in der Hüfte und mit gestrecktem Rücken nicht mehr weitergeht, dann lassen wir uns nach vorn sinken, Kopf, Schultern und Arme locker hängen, lassen die Dehnung im unteren Rücken zu und überall dort, wo sich sonst der Dehnreiz bemerkbar macht. Das heißt, wir haben mit den Beinübungen jetzt hier auch Gesäß, Bauch, Beckenboden, unteren Rücken kräftig mit trainiert und deswegen lassen wir hier den unteren Rücken einmal schön locker werden. Kopf, Schultern und Arme lassen wir locker hängen, lassen die Schulterblätter auseinandergleiten. Und mit der nächsten Ausatmung ziehen wir Bauch und Beckenboden ein, rollen uns Wirbel für Wirbel nach oben auf, strecken uns und behalten mit der Ausatmung immer ein bisschen Spannung in Bauch und Beckenboden. Macht diese Übung, um festzustellen, also bei den Knien ist es immer ein bisschen auch die Suche, ja, wo ist die muskuläre Dysbalance im Knie? Macht eine Woche lang täglich diese Übungen, um festzustellen, wird es besser am Knie oder habe ich immer noch Beschwerden im Knie? Dann geht es weiter. Es gibt also noch ein paar mehr Informationen zum Knie für euch, aber erstmal eine Woche lang. Es ist sozusagen eine Kräftigung, ein Training, die muskulären Dysbalancen ins Gleichgewicht bringen, gleichzeitig eine Fehlersuche. Ja, bleibt gesund und munter. Ich danke euch. Eure Edda.